mich. Zurück an der Oberfläche geht es weiter hier in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Okay. Neuer Stall von Marita. Aber hat man uns nicht hier, ich wollte gerade sagen, uns hat man doch auch hier gesagt, dass wir hier auf Impa treffen. Da drüben. Ich freue mich sehr, sie wiederzusehen. Ich freue mich sehr, diese alte Dame wiederzusehen. Generell sehr, sehr interessant, älteren Leuten zuzuhören, wenn sie ihre Geschichten erzählen. Es ist schon... Muss uns schon immer sehr aufmerksam sein. Was haben wir hier? In Vorbereitung, bitte nicht anfassen. Der Stallbesitzer. Okay. Eine legendäre Waffe. So, so. Und jetzt denk nochmal gut darüber nach, Onyen. Mit legendär ist nur gemeint, dass etwas einfach nicht existiert. So ist das mit den Legenden nun mal. Aber die unbekannte Tierart, nach der du suchst, ist doch nichts weiter als ein Gerücht. Da muss mehr dran sein. Die unbekannte Tierart ist das Gesprächsthema Nummer 1 in den Stellen, in denen wir waren. In Stellen erhält man viele wertvolle Informationen. Wenn es also nicht wahr wäre, würden wir nicht darüber reden. Aber selbst wenn wir eine unbekannte Tierart finden, ich meine, was haben wir schon davon? Wenn wir andererseits eine legendäre Waffe hätten, dann müssten sich die Monster vor uns in Acht nehmen, richtig? Und was machst du, wenn die legendäre Waffe einfach nur legendär schlecht ist? Zuerst einmal sollten wir uns in anderen Stellen nach Informationen über die unbekannte Tierart umhören. Okay... Unbekannte Tierart. Terry ist am Klatschen. Also, Terry ist auch so ein herzensguter Mensch. Geht einfach umher, bietet seine Waren an, freut sich, dass, wenn man mit ihm spricht. Es ist schon interessant. Oh, da hinten ist ein viel schöneres Pferd, als ich es habe. Wir laufen aber jetzt hier gerade mal mitten durch diese Felder durch. Ist das Impa? Da sitzt sie, die alte Dame. Das Pferdchen ist aber auch schön. Oh, ich glaube, wir werden uns noch einige Pferde zähmen. Wobei wir das... Doch, das will ich haben. Das ist eigentlich ganz schön. Nee, ich mag die Flecken nicht. Na komm. Oh, ich finde, du hättest jetzt ruhig stehen bleiben können. Komm. Na. Ah. Echt jetzt? Super, und die Pferde sind jetzt weggelaufen, ne? Wahrscheinlich. So. Hier kann man irgendwie keine Pferde fangen. Dann lasst uns zu Impa gehen. Ich bin gespannt, was wir jetzt alles so Schönes herausfinden werden. So, gucken aber auch gerade mal, dass wir hier... ordentlich aussehen, falls... irgendwie eine Sequenz kommt. Will ich da nicht so aussehen wie so ein Volldepp. Okay, sprechen wir mit ihr. Was sie wohl darstellt. Ach, das ist der Heißluftballon. Da unten liegt ja noch eine. Und eine Fackel. Okay. Impa. Oh, ich mag diese Dame. Wir sprechen mit ihr. Sieh an! Dass wir uns nach so langer Zeit ausgerechnet hier treffen, Link. Du hast dich kein bisschen verändert. Wie ich hörte, galtest du als vermisst. Daher bin ich erleichtert, dich zu sehen. Dann sollte es ja auch Prinzessin Zelda gut gehen. Wo ist sie? Was? Sie wird also immer noch vermisst?
dann müssen wir unsere Suche dringend fortsetzen. Eine Sache, Link. Als Prinzessin Zelda verschwunden ist, da kam ich ins Grübeln über diese riesige Bodenmalereien, die mit dem Kataklysmus erschienen sind. Mir ist zu Ohren gekommen, dass dies in ganz Hyrule geschehen sein soll. Deshalb ziehe ich nun mit Kado umher, um mir diese Malereien, die sogenannten Geoglyphen, näher anzusehen. Diese Geoglyphe hier habe ich von einem Aussichtspunkt weiter weg entdeckt. So nah am Boden kann ich sie zwar erkennen, aber nicht ausmachen, was sie insgesamt darstellen soll. Ich müsste sie vom Himmel aus sehen. Pura hat mir einen Heißluftballon gegeben, aber eine Windböe hat den Ballonkorb umgerissen. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, wie man ihn wieder anbringen könnte, aber mir ist nichts eingefallen. Impa und die Geoglyphen. Okay, sie macht sich auch Sorgen um ihre Heimat, ganz klar. Sie will wissen, was hier passiert. So. Nein. So. Mach das woanders, sagt sie. So. Ich zeig dir jetzt, wie das geht, alte Frau. Der Ballon ist davongeflogen, aber ich bin noch gar nicht an Bord. Mhm. Nochmal von vorn? Ich möchte nur die Geoglyphe sehen. Es wäre gut, wenn du es zulassen, und mich gerade nach oben befördern könntest. So, und wie soll ich das bitte anstellen? Der Heißluftballon. Du hast ihn für mich repariert. Ich danke dir, Link. Möchtest du ebenfalls die Geoglyphe sehen? Komm doch mit. Hä? Ja, aber könntest du den Ballon nach oben steigen lassen? Sicher. Ja, ich weiß, wie ein Ballon funktioniert. So. Oh. Entschuldige bitte. Kleiner Anfängerfehler. So. Und wir sehen doch einen Sonau. Du liebe Güte. Ist das hoch? Mir wird leicht schwindelig. Doch von hier aus kann ich die Geoglyphe in ihrer Gänze sehen. Ich stehe in deiner Schuld, Link. In den alten Schriften des Dorfs gibt es Passagen, die sich mit Geoglyphen befassen. Dort steht auch geschrieben, dass die Geoglyphe zeigen, was die Leute aus alter Zeit bei einer Drachenträne sahen. Okay. Was wohl mit den Leuten aus alter Zeit und der Drachenträne gemeint ist. Ich verstehe das alles noch nicht. Vielleicht finden wir ja irgendwo auf der... irgendwo auf der Geoglyphe. Das zumindest halte ich für eine Möglichkeit. Mhm. Vielleicht erhältst du ja sogar einen Hinweis darauf, was mit Prinzessin Zelda geschah, wenn du die Träne findest. Mhm. Wenn eine Stelle auf der Geoglyphe dein Interesse geweckt hat, könntest du wohl mit dem Parasegel von hier abspringen. Mach dir um mich keine Gedanken. Mit einem Ballon landen, das schaffe ich sogar. Okay. Mega, mega cool. Auch so, dass sie Kakariko verlassen hat und jetzt auf diese
Geoglyphensuche ist und was das alles so zu bedeuten hat und so. Das ist schon interessant. So. Wir würden jetzt. Was hat sie jetzt gemacht? Ist sie schon gelandet? Das ging aber schnell. Tatsächlich würde ich jetzt hier oben rechts bei dem Auge selbst gucken gehen. Genau hier. Sieh nur. Das arme Ding. Oh. Dass wir dich erschreckt haben. Keine Angst. Mein Name lautet Sonja. Nun sag schon, wie heißt du denn? Ich bin die Tochter König Rohams von Hyrule. Zelda. Welch seltsame Worte. Wir beide haben dieses Reich gegründet. Außer mir sollte es eigentlich keinen König geben. Ihr habt Hyrule gegründet? Und ihr seid König? Ja. Mein Name lautet Rauru. König Rauru von Hyrule. König Rauru und Königin Sonja. Oh. Das heißt ja... Wo bin ich? Nachdem Zelda unter dem Schloss in einem bodenlosen Abgrund gestürzt ist, erwachte sie in der Gegenwart von König Rauru und Königin Sonja. Zelda ist verblüfft, diesen Namen zu erfahren, denn sie sind ihr wohl bekannt. Mhm. Jetzt habt ihr mich aber gerade. Königin Sonja sieht 1:1 aus wie Prinzessin Zelda. In einer anderen Zeitschleife vielleicht, aber kann eigentlich auch nicht sein. König Rauru und Königin Sonja waren einst diejenigen, die Hyrule erschaffen haben. Und danach muss es ja wirklich eine Reihe von Königen gegeben haben. Ich bin gerade irgendwie total sprachlos, weil ich gedacht habe, dass Prinzessin Zelda in einer Art anderen Zeit eben genau Königin Sonja ist. Ich dachte, es wäre dieselbe Person. Ist es aber nicht. Sehr interessant. Sehr interessant, wirklich. Aber wir gucken mal. Vielleicht, was sagt Impa? Link, du wirkst ganz abwesend.
Was hast du denn? Unglaublich. Du hast etwas gesehen, wie in einem Traum. Bilder, die vor deinem inneren Auge erschienen sind. Und du hast Prinzessin Zelda darin erblickt? Geoglyphen, Schriften, Drachentränen. Und nun hast du sogar Prinzessin Zelda gesehen. Ob all dieses vielleicht in irgendeinem Zusammenhang stehen könnte? Wir werden noch weitere Geoglyphen aufsuchen. Womöglich führen sie uns auf Prinzessin Zeldas Spur. Da fällt mir ein, den Schriften nach soll sich auch im vergessenen Tempel etwas befinden, das die Geoglyphen betrifft. Der vergessene Tempel liegt tief in einer Schlucht in Hebra. Mir scheint, auch wir sollten eine Reise dorthin wagen. Die Tränen des Drachen. Wir haben ein neues Hauptziel. Es ist schon verdammt interessant. Also, König Rauru und Königin Sonja. Aber was hat es damit eben genau auf sich? Weil sie sahen ja, also sie sind ja definitiv, ist Königin Sonja eine Sonai. Also, oder Sonau zu Deutsch. Das kann, also... Sind viele Fragen, die mir aufkommen. Welche Fragen kamen euch auf, als ihr die Sequenz gesehen habt, beziehungsweise als ihr sie vielleicht jetzt gerade mit mir zusammen gesehen habt? Jetzt, aber wir kommen jetzt langsam an den Punkt, wo das Spiel wirklich sehr, sehr interessant wird. Also noch interessanter, als es eh schon ist. Na komm. Feuerfrüchte. Ich weiß nicht. Man macht sich da schon irgendwie so seine Gedanken drum. Sie wacht auf mit der Träne. Marunus! Lass mal die Sequenz gerade sein. Endlich! Endlich treffen wir dich. Die Bäume dort drüben. Richtig gruselspukig und... Marunus in der Patsche. Naja, ich denke mal eher, dass ihr... Ich wollte gerade sagen. Ei, aua, der hat mich erwischt. Der hat mich erwischt. Aber wir haben leider auch gerade kein... Ah, nein, ich wollte doch auf Seite springen. Verdammte Axt. Okay, wir müssen irgendwie was haben, um Feuer zu machen. Ich habe leider gar keine Waffe, womit ich irgendwie Schaden anrichten könnte. Wobei, wir könnten... Komm, wir können mal die dubiose Matsche essen. Könnten hiervon welche auf den Boden legen. Wir haben aber auch 7 Pfeile, sehe ich gerade. Das ist aber auch so ein bisschen Sparen. Oh, warte. So, komm. In der Hoffnung, dass es jetzt hier durchhält so lange. Ich hoffe schon. Komm. Ah, brennen. Brenn, mein Bäumchen, brenn. Haben wir noch? Hatten wir nicht noch Flammenwerfer oder sowas? Kleider?
Steh auf, Männchen. Nee, steh auf, Männchen brauchen wir ja nicht. Was ich tickt, glaube ich, runter, ne? Es tickt, glaube ich, runter. Es zieht immer ein bisschen was ab. Ich habe aber auch nichts aus. Eine Stachellanze. Aber zieht, glaube ich, auch nicht so wirklich viel ab. Komm, ein Stück noch. Sehr gut. Ich glaube, das hat dir geholfen, Maronus, oder? Die schrecklichen Gruselgestalten sind ja fort. Du kannst mich sehen. Das ist aber fein. Grüß dich, ich heiße Maronus. Ich bin der Musiker aus dem Wald der Krogs im Nordosten, bekannt für Rasseln und für große Tanzleidenschaft. Schönen Dank für deine Hilfe. Ich werde mich erkenntlich zeigen, indem ich für dich tanze und deine Taschen größer mache. Doch Moment. Irgendwas stimmt nicht mit meinen Rasseln. Sie sind leer, kein einziger Krogsamen mehr drin. Da welkt die Tanzlaune. Gut, dass ich welche habe, hm? Die Kinder des Waldes haben sie geklaut. Klar, natürlich. Na gut, dann kann man direkt loslegen eigentlich. Komm schon. Ja, genau, das sind Krogsamen. Bitte sehr. Waffentasche. Ganz dringend. Yo. Okay, nicht ganz so irre wie in Breath of the Wild, aber schon ein bisschen komisch. Sehr gut. Wie viel meiner Taschen kann ich denn jetzt vergrößern? Leider ein gefährlicher Plan, weil ich immer mehr Monster auftauchen. Hoffentlich finde ich einen Ort zum Entspannen. Ein lebendiger Ort, an dem viele Leute zusammenkommen, wäre das Richtige. Da würde ich mich sicher fühlen. Ja, hab ich. Bogentasche. Gucken wir uns jetzt mal nicht an. Also die Folge hier ist wirklich sehr ereignisreich. Also ich hätte es nicht vermutet. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Ah, und jetzt geht er. Okay, nur zwei Taschen. Maronus wurde der Charakterübersicht hinzugefügt. Alles klar. Okay, den Stall da unten hatten wir ja. Ich möchte jetzt einfach mal gerne noch ein... Oh, schade. Noch ein Stück Karte aufdecken. Oh. Entdeckt. Höhle am Tilio-Berg. Machen wir. Aber später. Ich will jetzt erstmal versuchen, den Turm hier zu erklimmen. Und hoffen, dass der jetzt nicht von 700.000 Monstern irgendwie beschützt wird. Das wäre zumindest jetzt so mein Wunsch. Oh. Ja gut, da kann ich jetzt tatsächlich, glaube ich, gerade nicht so viel gegen machen. Na gut, geht. Ja, geht noch. Geht alles noch, wenn die klein sind.
ist eine Sternschnuppe gestürzt. So, und wir müssen ja irgendwie da oben hin. Ja, da, ja, das kriegen wir ja wohl hin, oder? Okay, was haben wir denn Schönes? Können wir doch eigentlich ein ganz langes Brett machen? Dann mit dem Stehaufmännchen arbeiten. Das dürfte doch eigentlich reichen, oder? So, wir haben jetzt... Genau so. Machen den noch hier unten dran. Na, nein. Muss schon gerade sein. Ja, das wird nicht ganz genau. Gucken, ob das klappt. Yep. Perfekt. Turm auf dem Tilioberg. Sehr schön. Aber auch verschlossen. Oh, doch nicht. Sehr gut. Und... Ab geht's. Ja, er erschreckt sich nicht mehr, weiß ja genau, was los ist. Sehr schön. Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Okay, haben wir deine Himmelsinsel hier in der Nähe oder sowas? Ja, haben wir. Da hinten. Dieses sehr interessante Gebilde. Das gucken wir uns jetzt auch näher an. Mal da unten ist genauso wieder so eine Geoglyphe. Hätte aber nicht gedacht, dass da jetzt quasi die Art Erinnerungen drin stecken, die man in Breath of the Wild eben mit dem Fotomodul noch gesammelt hat. So. Was haben wir hier? Das ist doch vom Tears of the Kingdom Logo. Oh. Okay. Bedeuten? Insel der Heldenmutprobe. Bedeutet? Ah! Wie geil ist das denn? Richtige Minispiele?
Das ist ja mal mega gemacht. Okay, wo muss ich lang? Oh nein, wir haben ihn... Ah, fast verpasst. Wir haben ihn verpasst, wir haben ihn verpasst, wir haben ihn verpasst. Nein. Shit. Okay, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hoch. Da war ich jetzt gerade ein bisschen zu voreilig. Aber hey. Sogar auch noch ein Konstrukt und eine Kapselmaschine. Was geht ab? Willkommen. Dies ist der Ort einer Zeremonie, deren Teilnehmer bei einem Sturzflug ihren Mut beweisen können. Es ist schon lange her, dass jemand auf diese Insel kam, um sich der Zeremonie zu stellen. Sei willkommen. Ist es etwa möglich, dass du die Sturzflugzeremonie noch nicht kennst? Verzeihung, bitte lass mich erläutern. Die Sturzflugzeremonie stellt deinen Mut auf die Probe. Die Sonau absolvierten sie, um das Kindesalter hinter sich zu lassen. Weit über unseren Köpfen befindet sich eine Himmelsinsel, die als Startpunkt der Zeremonie dient. Ja, okay, das wissen wir ja schon. Ich bin bereit. Es gibt kein Zeitlimit. Lass dir Zeit und durchfliege sämtliche Ringe. Okay. Okay. Das ist ja interessant. Okay. Los geht's. Perfekt. Was ist denn da? Ah! Das zählt also auch als richtiger Schrein, alles klar. Wie geil ist das denn gemacht? Okay. Ah. Sonnenfleckchen, das brauchen wir für die alte Dame. In Kakariko, die alte Dame, die noch... Oh nein! Die Fee habe ich übersehen. Das war... Noch eine. Die alte Dame in Kakariko, die doch da so schwer erkrankt war wegen dem Miasma. Sehr schön. Oh. Mal lauter nützliche Sachen hier. Das ist, was haben wir hier? Aber hier nichts mehr. Ausdauerknolle, ein Sonnenfleckchen haben wir noch. Okay. Dann gehen wir mal noch hier in den Schrein. Taunhio-Schrein. Hyrule-Gebirge. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier eben auch direkt zum Ergebnis kommen, beziehungsweise direkt zur Truhe selbst mit dem Segenslicht, weil wir haben ja eigentlich die Aufgabe erfüllt. Und so war es ja stellenweise in Breath of the Wild auch. Kampftechniken. Pfeil und Bogen. Okay. Na dann. Sauber. Ja, ich finde das Geräusch voll cool, was kommt, wenn er mit dem Hals nach oben geht. Dieser Schrein läutet ein Übel aus vergessenen Tagen. Du, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Hebst du im Flug den Bogen, erhöht sich dein Fokus. Nutze dieses Zeitfenster. Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. Okay.
Oh. Könnte ich den Bogen auch noch haben? Ah, aua. Oh, der kann aber gut zielen. Ausgezeichnet. What? Erhöhe deinen Fokus erneut, um alle Gegner abzuschießen. Okay. Oh. Komm. Naja, das brauche ich nicht. Achso, es muss nicht zeitgleich passieren, alles klar. Das war's ja schon. Du hast alle Techniken gemeistert. Dir wird hiermit Zugang zum innersten Bereich gewährt. Jo. Ja, damit bin ich zufrieden. Ich hätte nur mal Bock auf neue Ausrüstung, Leute. Sonanium-Schwert. Ja, das will ich aber auf jeden Fall. Mitnehmen. Oh, sogar noch eine Truhe. Ein Bogen bestimmt. Starker Konstruktbogen. Sehr geil. Okay, dann raus hier.